Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Ich habe vorhin ein Video hochgeladen. Meine Meinung, meine Kritik, meine Sorgen über das PvP-System. Checkt das ab und hinterlasst ein Like. Oder auch nicht, falls es euch nicht gefällt. Aber passend zum PvP-System wurde ich öfters gefragt: Levelerweiterung. Kommt eine Levelerweiterung? Kommt keine? Hong, deine Meinung? Und jetzt gibt es einen Artikel von Mein MMO. Titel des Artikels ist Pokémon Go. Das sagt Niantic zur Erhöhung des Maximallevels. Kurz zusammengefasst, es gab eine Pressekonferenz bezüglich PvP-System von Niantic und da wurde der Matt Simon gefragt, ja, wie sieht's aus mit Levelerweiterung? Der Matt ist für die Vermarktung von Pokémon Go zuständig. Dementsprechend wird er schon Plan haben. Also Leute haben ihn gefragt, ob für PvP eine Levelerweiterung kommt und er einfach eiskalt gesagt, nee, ist erstmal nicht geplant. Für alle, die sagen immer, ja, es sind jetzt so viele Level 40 geworden. Wann kommt mal Levelerweiterung? Ist natürlich nicht ausgeschlossen. Das Problem ist, bei Levelerweiterung, die Pokémon sind an das Trainerlevel gebunden. Im Spiel gibt es Pokémon bis Level 100, da gibt es kein Trainerlevel, da gibt es nur ein Pokémon-Level. Bei uns gibt es eben auch ein Trainerlevel und ein Pokémon-Level. Max-Level, natürlich Level 40. Weiß auch genau, wie ich Level 40 geworden bin. Ich habe natürlich ein Video dazu, ungeschnitten die letzten 15 Minuten bis Level 40. Und wenn man jetzt ein Pokémon auf Max pushen will, da kann man es auch auf Level 40 Max pushen. Und ich glaube, das ist das Problem, wieso Niantic nicht einfach sagt, yo, hier, Level 50. Das und die breite Masse an Hobbyspielern. Weil wir sagen immer, yo, es sind so viele Leute Level 40, aber wir sind nicht die breite Masse. Ich glaube, es sind noch gar nicht so viele Leute Level 40. Ich persönlich kenne eine Person, eine einzige Person, die ist nicht Level 40. Grüße gehen raus. Diese eine Person. Wobei, er schaut eh meine Videos nicht. Die Person ist Dimi. Aber er hat auch ein Jahr Pause gemacht. Ansonsten wäre er wahrscheinlich trotzdem nicht Level 40. Aber egal. Wie gesagt, Trainer-Level und Pokémon-Level sind miteinander verbunden. Das heißt, sagen wir, wir würden auf Level 50 aufsteigen. Pokémon müssten dann theoretisch auch auf Level 50 erhöht werden. Sonst wäre es ja irgendwie komisch. Und das würde natürlich, genau wie beim... Wir kennen ja das Problem mit der exponentiell steigenden EP, die man braucht, um das nächste Level zu erreichen. Von 39 auf 40 waren es eben 5 Millionen EP. Man hat so Vermutungen, ja, so und so viel EP für die nächste Stufe. Oder ab 40 jede Stufe, jedes Level 5 Millionen oder sowas. Oder 10 Millionen auf 41, 20 Millionen auf 43, wenn es exponentiell so weitergehen würde. Wäre aber natürlich krass. Die Sache ist jetzt für Pokémon, Sternstaub und Bonbons, steigt es eben auch exponentiell. Und wir können uns vorstellen, es ist jetzt schon teuer, Pokémon auf Level 40 Max zu pushen. Stellt euch mal vor, ihr müsstet alle eure Pokémon, die ihr jetzt schon Max habt, nochmal auf Level 50 pushen. Und da wird es ja auch immer teurer und teurer und teurer. Also nicht nur, dass ihr eure gesamte Sammlung nochmal weiter Max pushen müsst. Die sind dann in so einem hohen Bereich, dass es dann nochmal teurer ist. Und dann noch alle Pokémon. Wir wissen, genau so viel Staub hat keiner. Nicht mal Brandon Tan, muss ich sagen. Ja, und das ist, glaube ich, das größte Problem, weswegen das noch nicht eingeführt wurde. Und natürlich hat Niantic natürlich die ganzen Pläne, die haben ja hier gelegen. Und sagen wir, es gäbe jetzt Levelerweiterung und Pokémon Max Levelerweiterung. Da müsste ja theoretisch auch noch eine vierte Liga eingeführt werden. Es gibt ja die erste Liga maximal 1500 WP, zweite Liga 2,5. Die dritte Liga ist unbegrenzt. Aber wenn alles noch erhöht werden würde, Level, Pokémon Level, dann müsste es wahrscheinlich auch eine vierte Liga geben. Die dritte Liga ist dann maximal 3500 und vierte Liga wäre alles drüber. Ich denke, wenn sich das alles etabliert hat, dann kann man über eine neue Levelerweiterung reden. Es sei denn, die erhöhen einfach Level irgendwie, ohne das mit den Pokémon zu machen. Aber das kann ich mir so nicht vorstellen. Vor allem 40 ist so eine komische Zahl. Das kann man nicht einfach so lassen. Also 50 würde ich noch verstehen. 100 auf jeden Fall. So 100 Maximum für immer. Aber 40, das ist echt eine merkwürdige Zahl, um das als oberes Limit für immer zu halten. Naja, schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Denkt ihr, wir brauchen eine Levelerweiterung? Wollt ihr sie sehen oder ist es euch relativ egal? Oder seid ihr nicht mehr Max Level? All das unten in die Kommentare. Das war's von mir. Shoutout geht raus an Mein MMO. Keine Werbung, keine Anzeige. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.